Herzlich willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Ach, F. Wo ist denn der Marker überhaupt? Warte mal. Kann man ja gar nicht sehen. Auf der Karte. Da, wo mein Marker ist. Mein blauer, dahin. Du hast keinen Marker. Oder? Ja, so sehe ich einen. Wieso sehe ich den denn nicht hier? Ach nee, wir müssen nur hier hochlaufen. Komm mal mit einfach. Nee, nicht bei den Fragezeichen. Da müssen wir ganz am Ende hin. Ja, ja, ich weiß. Komm mal mit hier hoch. Hier müssen wir hin. Oh! Oh! Das ist da, wo ich ein Video von gemacht habe. Also, ob das da ist, weiß ich nicht, aber das ist hier oben, wo ich das Video von gemacht habe. Das meinte ich damit. Kommen wir hier nicht durch? Warum kommen wir nicht durch? Ja, aber nur als Kleiner. Wir müssen, wenn... Ich will nicht klein sein. Es darf aber nicht. Hä? Hallo. Hier, ja, doch, hier kommst du durch, hier rechts. Aua. Jetzt muss ich hier auch noch einen Jump and Run machen. Ja, aber so wirklich besser wird's hier auch nicht. Wieso kommt man an diesen Wurzeln hier nicht vorbei? Leute, ernsthaft. Nee. Och, das ist wieder das, wo du in der Sackgasse hängst. Wieso kann man das nicht einfach auf der Karte anzeigen? Das ist doch nicht normal. Au. Ja, irgendwann und irgendwie werden wir diese Position noch finden. Ich verstehe echt nicht, warum man das nicht anzeigen kann. Och, ey. Entweder ist das da, wo das weiß ist, oder das ist in den Gebirgskisten. Jetzt muss ja eigentlich... Mann, ich war doch schon da oben. Jetzt komme ich gar nicht mehr. Jetzt bin ich total raus. Nicht, wo ich jetzt hier gelaufen bin, weil ich dir hinterher gelaufen bin. Das hätte ich nicht machen wollen. Ich habe den Eingang gefunden. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier. Moment, da muss ich mir mal eben... Das ist doch der... So, ich bin hier. Und das ist der Eingang. Ich brauche kein sauberes Objektiv hier. So. Aber ich komme von hier aus natürlich jetzt auch nicht weit. Was ist denn das? The energy readings are still on the rise here. Keep working at it. Ist doch was. Ach, Lars, ey. Was ist das, ey? Oh, nee. So. Mehr sonst noch was zum Einsammeln? Nee, ne? Aber die meinen das aber nicht, sondern die meinen irgendwas dahinter. Mann, ey, warum geht das nicht? Ich war aber schon da oben. Ich denke, das ist hier oben am Baum. Moment, hier ist auch nochmal eine Höhle. Wie ist denn hier? Da oben. Das muss ich mir mal eben markieren. Hier ist auch noch eine Höhle. So. Also mit markieren, habe ich glaube ich gesagt, meine ich jetzt ein Foto machen, damit ich noch weiß, wo die sind. Das ist total doof. Ich guck mal kurz rein, was hier genau ist. Alright, looks like this spot is our best bet to catch that signal from before. If we build a radio tower right here, I bet you will be able to send a reply. Ich hab Hartholz entdeckt. Nee, das war ich. Ach, das ist Hartholz. Oh. Ja, toll. Ich kann es aber nicht einsammeln, weil ich... Scheiße. Ich komm da nicht durch. Mann, warum haben die das so blöd gemacht, ey? Was ist hier? Insektenfossil, das nehmen wir auch mal direkt mit. Oh mein... Oh.
Schmeiß alles weg. Scheiße. Normales Futter kann... Der braucht sau... Ach, der braucht saures Futter. Okay. Gut zu wissen. Ich habe zwar jetzt keine normalen Folgen, aber das werde ich auf jeden Fall mit reinschneiden. Also das ist wirklich gut zu wissen. Er lebt hier so halb unter der Erde. Senator, das heißt, wir können den Turm fertig bauen. Aber wo bist du denn jetzt hingegangen? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu dem Symbol, aber wie gesagt, ich habe einen kleinen Abstecher in die Höhle gemacht. Was ist das denn hier? Das ist aber auch neu, oder? Was? Zapperzweig. Ja, ja, den wollte ich auch gerade einsaugen. Ich war mal schneller als der Epi. Ich war mal schneller als der Epi. Oh, warte mal, hier liegst du noch blaue Kristalle. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eisenablagerung. Hier oben bin ich. Du siehst mich nicht. Aber hier ist Eisen. Warte mal, ich mache hier eine Markierung hin. Da, wo meine Markierung ist, hier ist Eisen. Nö, ich sehe dich nicht, deshalb bin ich auch hinter dir. Aber ich kann die nicht... Ach, wieso kann ich hier die blauen Kristalle... Warte mal kurz. Ich habe keine Verbesserung, aber... Nee, mit dem kann ich das... Ich habe doch eben blaue Kristalle abgeerntet. Hä? Nee, Verbesserung erforderlich. Ja, und da oben? Guck mal hier, wenn du da hochgehst. Verbesserung erforderlich. Hallo. Eisen kann ich auch nicht abbauen. Wenn du da hochgehst, da ist noch Eisen. Ja, ich hab's gesehen. Und da unten ist das, was ich markiert hatte hier. Ja, kann man aber nicht... Mal kurz füllen hier. Warte aber mal, hier oben müssen... ist das aber, glaube ich, oder? Aber wir müssen doch noch den Funkturm bauen. Wo war denn das? Hier. Ja. Bereich muss geräumt werden. Okay. Warum? Steht das da? Ja, ja, warum weiß ich nicht. Fange ach, da, an ja, den ja. Hartholz, Aluminiumrahmen, Kupfererz, Elektronik aus. Ich mach mal einen Screenshot, damit wir wissen. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso wird blockiert, wenn ich einen Screenshot mache? Damit wir wissen, was wir da brauchen. Dann kann ich jederzeit mal da reingucken, weißt du? So, Hartholz habe ich reingemacht schon mal. Hast du das jetzt dabei gehabt? Ja, weil ich das eben abgebaut habe hier. Jetzt habe ich natürlich keins mehr, oder? Vier. Scheiße, ich muss mir nochmal Hartholz holen gleich. Das sind die ganz großen Bäume hier. Aluminiumrahmen können wir machen. Ich habe unheimlich viel Aluminium. Elektronik aus Aluminium können wir auch herstellen. Wobei ich nicht weiß, ob wir beides haben. Kupfererz habe ich vier, glaube ich, noch reingelegt. Da müssten wir dann nochmal Neues holen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Was ist das? Großer gelber Baumsprössling. Ja, das habe ich jetzt hier gemacht. Angeber. Weil ich es kann. Ich kann aber wenigstens so tun, als ob ich das war. Kannst du ja. Umgestürzter Baum. Ach, umgestürzter Baum. Verbesserung erforderlich. Kannst du die hier holen? Hast du die verbesserte Stichsäge? Ja, Stichsäge, genau, ich habe eine Stichsäge. Ja, ich sag da, Stachelsäge ist das, ich sag immer Stichsäge dazu. Fragt mich nicht. Au. Ja, siehst du, das nennt man Karma. Nichts passiert, hat keiner gesehen. Doch, haben wir sogar auf Video. Nein. Also zumindest, wie du wieder aufgestanden bist. Da geradeaus und hier, da sind zwei umgestürzte Bäume. Nein, das geht auch nicht, das ist ein spezielles Holz. Echt jetzt? Dann musst du einen Level höher haben noch. Boah, was brauchst du denn noch? Ich mach mir das mal privat, ey. Ich habe keine Lust, da so lange drauf zu warten, um rauszufinden, was du mit was machen kannst. Wie, du machst dir das privat? Du sollst es nicht privat machen. Mach's öffentlich. Ja, ich mache ein Video dazu. Das auf jeden Fall. Ich werde Videos machen, indem ich mir die Sachen zusammensammle und alles und zeige, so die Sachen braucht ihr da und dafür. Ich bin überladen. Das ist versprochen, das kommt auf jeden Fall noch. Komme ich jetzt wieder nach Hause? Das ist doch das, wo ich schon alles geholt habe hier, ne? Gelber Wald. Ja, ja, doch, das ist das. Ja, ja, Artefakte 14 von 14 steht ja auch hier. Okay, dann müsste ich... No!
Whoa there! Hat keiner gesehen. So, dann müsste ich hier irgendwo rum. Da ist ein Ausgang. Ah ja, stimmt, das war auch... Ach, das war wirklich dann direkt hier in der Nähe. Nur, dass wir da nicht hochgekommen sind. Oh, ernsthaft. Ernsthaft, Leute. Ich brauche meine Barren. Aber ich habe kein Dings mehr. Hä? Wieso habe ich die... Hä, wo ist mein Barren hin? Ist ein Barren. Ah nee, das Glas war da drin. Aber das Glas ist weg. Den Barren hast du doch weggenommen. Ja, den Barren ja, aber das Glas ist weg. Oh, ist das, Leute. Oh. Diese Scheiße immer mit den Tagen. Ist das vielleicht die Spawn? Wakey, wakey, partner. You've been doing real well since you arrived. Aua. Keep up the good work. Bin schon wieder überladen. Ist hier nun unsere Abwesenheit irgendwas gewesen? Hier ist Unkraut drauf. Ja, das musst du wegmachen immer, weil das macht dir das Dings kaputt. Was zur Hölle? Achso, die sind noch nicht ausgewachsen. Ja, was kannst du in das Silo reinmachen? Du da so doof und guckst mich an. Was kannst du in das Silo reinmachen, aber kein Holz? Scheint. Oder? Ach, ist das jetzt endlich fertig? Ja, ich hab's endlich fertig. Ja, hä? So, man kann nur eine Sorte reinmachen. Ach du schon, aber dafür 1000 Kilo. Ach, das ist super. Ja, aber Silo ist doch normalerweise für Essen, also hier so für Körner oder so. Ja, wenn du das machen willst, dann mach's da rein. Nee, 9. Ach so, doch da, 1000. Theoretisch könnten wir Pflanzenfasern reinmachen, von denen kriegen wir mal sehr viel. Ja, aber die haben nicht 1000, die haben, wiegen nicht so viel, oder? Ja, oder wir machen so schwere Sachen wie Aluminium zum Beispiel da rein. Das ist richtig schwer. Ja. Und Aluminium hast du eigentlich immer, aber das kannst du ja nicht reinmachen. Steht ja nicht drin. Können wir also doch nicht machen. Wir brauchen mehr Kisten. Au. Wieso habe ich jetzt Gummibärenöl in der Hand? Ach, ich habe ja 9 von den Dingern. Warte mal, jetzt mache ich mal eben die Kohle noch rein und das noch. Kann ich nicht mehr, weil ich habe keinen Platz mehr. Ja, okay, weg. Du hast gehört, dass ich mich verbessern kann und schon stellst du dich da rein. Ey, ja, ich noch mal was boah, dieser Egoismus von diesen blöden... Echt, ey. Es ist immer das Gleiche mit dem. Immer das Gleiche. Well, I can't not buy it, can I? Hä, wieso habe ich jetzt 7-mal farbloses Glas? Ich habe nur 1 bekommen. Ach nee, hab ich... Ach, das hast du, Idiot, weggetan. Und tust so, als ob wir nichts hätten. So, warte mal. Das brauchen wir wahrscheinlich noch. Okay. Was haben wir hier? Oh weh, es gibt jetzt eine Vogelscheuche. Da ist es. Da ist Coming es. Right up. Vor die wieder weg ist hier gleich. Katsching. So, Katsching, genau. Hä, wieso stehe ich jetzt hier hinten? Weil ich dich da hingeschoben habe. Ich habe dich einfach da runtergeschoben. Ja, ich kann dich wegschieben. Aber warum hast du nicht das Plumpsklo geholt? Was wollte ich denn? Achso, den Erntesauger wollte ich machen. Na, das Problem ist, das, was ich gerne machen würde, können wir überhaupt nicht machen. Ich würde den Dings gerne, den Wasserschlauch. Ich brauche noch 7 Rohlkopföl. Ja, das brauche ich.
Das ist mein. Nein, ich brauche noch 7 davon. Nein, das brauche ich. Und ganz dringend brauche ich Mürzelöl, damit ich endlich die Stichsäge machen kann. Hä? Das hast du doch, dachte ich jetzt. Ja, aber nur die normale, nicht die verbesserte, die du hast. Ja, warte mal, hier war es doch drin. Warte mal. 5 Elektronikteile. Rohkopföl, Gummibärenöl. Hast du das Mürzelöl nicht genommen? Ich hab keins, nee. Hier ist Pflanzenöl, Gummibärenöl. Hier sind 4 Mürzelöl. Wie viel hast du? Ich hab gar keins. Ich hab hier, ich hab hier gar keins. Das kann ja nicht sein. Es waren ja mehr als 4 da. Ja, ich hab keins im Inventar. Ja, aber in der Kiste sind nur 4. Wir haben keins verbraucht. 18 brauche ich. 4 sind, nein, ja genau, 4 sind in den Kisten. Nein, du brauchst 9. Da müsstest du entweder im Inventar was haben oder wir haben nicht mehr gemacht. Nein, ich brauche 18. Hier steht 18. Du brauchst 9. Wieso brauchst du 18? Weil da 18 steht. Nein, 9. Wenn da 18 steht, steht da 18. Hier steht 4 von 18 Teilen. Was willst du denn da machen überhaupt? Das, was ich gerade zweimal gesagt habe. Die Säge. Also ich habe 9 gebraucht. Ja, bei mir steht 18. Kann ich doch nichts für. Ich habe es ja direkt vor meiner Nase gerade. Was steht da noch bei? Wie, was steht da noch bei? Nur die Dinger oder was? Nee, den Rest habe ich ja. Was ist denn der Rest? Das, was ich eben gesagt habe. Die Elektronik. Dann bist du schon ein Level weiter noch. Das habe ich ja noch gar nicht. Wie gesagt, ich brauche 14 von dem Mützelöl da. Ja, dann bist du schon weiter. Dann machst du schon wieder was ganz anderes. Dann. Das mach das, scheiße, worauf ich hier die ganze Zeit am Dingsen bin. Ja, du bist am Dingsen, ja. Wo sie aber nichts tut, weil wir hier nichts bekommen. Wo sind die ganzen Dinger hin, die ich da reingemacht habe? Hallo? Ja gut, hier oben hatte ich, glaube ich, keine mehr, aber unten hatte ich mindestens beim zweiten Beet. Und hier, das war auch komplett voll. Wo sind die alle hin? Ja gut, hier war, glaube ich, blau drin. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, aber ich habe gar keine Munition, also ich kann gar nichts machen. So, ja, habe ich noch welche da drin jetzt wieder? Aber wieso sind die ständig weg? Moment, da habe ich die blauen. 2 habe ich noch. Hä? Wenn ich 2 setze, kommen da 4 raus? Also 8? Jetzt bin ich total verwirrt. Die Sau hat schon wieder eine andere Farbe gemacht. Ja, damit wir die Errungenschaft haben. Ich habe den Farbmischer fertig. Hallo, was machst du hier alles mit den Farben? Ich mag's bunt. Ja, ich merk's. Was soll das? Ist es hier irgendwie am Regen? Nee, das hört sich aber nicht an, als ob es regnet. Ey, hallo! Geh weg da! Was wir müssen denn? Das Haus bauen. Der legt sich einfach mitten unter dem Platz, den wir fürs Haus reserviert haben, drunter. Ich glaube, das hat. Was brauchst du denn für das Haus? Da brauchst du auch viel Hartholz, oder? Ja, einmal farbloses Glas. Ja, warte mal, das Hartholz kann ich mal eben holen. Ist das nicht auch Hartholz hier? Aua, aua, aua. Aua, ich komme hier nicht rum. So, einmal. Weil um das, also wenn wir das machen, dann können wir das nämlich auch auf eine höhere Stufe wieder aufbauen. Mit der Zeit, weißt du, diese Gemütlichkeitsstufe, das ist auch wieder eine Errungenschaft. Hier, Hartholz 50. Wieso ist da so ein Pfeil drüber, Hartholz 50? Ja, weil ich das machen kann. Ja, aber das kann ich doch nicht machen. Wieso kommt der Pfeil bei mir? Das verwirrt mich hier irgendwie. Also 18 habe ich schon mal gerade gemacht. Ja, reiß du mal ab, ey. Ich kann mir eh nicht gebrauchen. Stand da gerade echt Stahlrahmen? Nicht Eisenrahmen? Hab ich das jetzt richtig gelesen? Wo sollen wir denn? Stahlrahmen, ja. Ach du Scheiße. Und wo hatte ich jetzt nochmal... Oh Gott.
Frank Thalbachen hat es ja gemacht, ne? Ja, ja, einen. Aber wo hatte ich das Zeug da nochmal gefunden? Hat keiner gesehen, Schatz. Das war ein Purzelbaum, hast du gesehen? Nee, ich habe leider nur gesehen, wo du neben deinem Ding gelegen hast, deswegen. Ich brauche immer noch die Bären. Oh, lass uns schlafen gehen, damit die scheiß Bären hier endlich mal rauskommen. Ja, das ist so ätzend, wenn du nichts machen kannst, weil das alles so lange dauert. Ja, aber ich brauche das erstmal, um dieses Gebiet frei zu machen. Dafür muss ich nur 9 Stück von denen haben. Wie, um das Gebiet frei zu machen? Ja, für den Wasserschlauch. Ich brauche den besseren Wasserschlauch. Da brauchst du 9 von den Dingern. Du kannst mich mal von kreuzweise. Von diesem Rotkohl-Zeug. So, Hartholz habe ich reingemacht. Hast du noch 10 Hartholz? Ach nee, brauchen wir hier nicht. Weil wir haben das ja schon auf Maximum hier. Das können wir ja nicht höher machen. Das müssen wir dann hier in dem Gebiet machen. Warte mal. Die Frage ist, zählt das dann auch dazu? Dun, 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 so. Zack. Aber das war keine... Ach, das war ein Lager. Oh. Ich habe nichts gemacht. Konstruktionen, Gehöfte, das ist auch keine Deko. Die Hängematte ist ein Gehöft. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Mhm. Hä? Aber der hat null Radius um sich rum. Hä? Ich mach jetzt mal eine hier hin. Hast du noch Holz? Kannst du da Holz reintun? Normales Holz habe ich nicht. Ich glaube, ich kriege auch keins aus dem Busch, ne? Das sind gelbe Bäume, muss man machen für normales Holz. Nö. Ist egal, welchen Baum du dann nimmst. Nee, eigentlich nicht. Doch. Bäume sind Bäume. Nein. 5 habe ich. Ja, komisch, dass aus allen Holz rauskommt. So, ich habe es gemacht. Kann man betreten. Und dann kann man schlafen. Okay. Aber wieso kriegen... Ich verstehe es nicht. Warum hast du die jetzt hier hingemacht? Ja, weil die keinen Radius... Weil die hier so einen schönen Baum haben. Guck mal, dann kann man direkt beim Baum schlafen. Aha. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung, was diesen ganzen Kram hier überhaupt bewirkt. Das merkt man. Weichholz. Ja. Hier muss Weichholz rein. Ja, und wie gesagt, Kupferdraht, aber ich habe keinen Kupferdraht. Und hier müssen wir halt das Wachs von irgendwelchen Honigdingern haben. Aber wir sollten trotzdem erstmal gucken. Ich habe es extra abfotografiert. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Wir brauchen... Nee, Hartholz hattest du reingetan. 5x Aluminiumrahmen. Also das war das, was man nicht mehr... 5x Alurahmen. 3x die Elektronik. Elektronik, Alu und 8 Kupfererz für das eine, für diesen Funkturm. Dann ist die Frage, sollen wir das heute noch machen oder kriegen wir das nicht so schnell hin? Das ist jetzt die Frage. Was brauchen wir? Also ich guck mal wegen den Alurahmen. Ja, die können wir wahrscheinlich machen. Die können wir... Die müssten wir normalerweise... Ja, da brauchst du nur die Stangen für, genau. Dann machen wir... Problem ist, was ist Weichholz? Habe ich die jetzt? 3x Elektronik-Alu. Ach, da brauche ich Kupferdraht für. Warte mal, da brauche ich... jeweils ein Kupferdraht. Das heißt, ich muss 3 Kupferdraht dafür machen... Und dann kann ich 3 davon machen. So. Und 8x Kupfererz brauchen wir dann noch. Für dieses Ding. Dann könnten wir das vielleicht heute noch machen. Was war das denn jetzt? Wieso hast du also Weichholz jetzt schon wieder gemacht? Wenn du Weichholz suchst, das ist Kiefer. Die ist oben bei dem einen Gebiet, wo ich gerade bin hier. Also hier in der Nähe vom Einzugsgebiet. Ja.
Was habe ich jetzt gesagt? Kupfererz. Kupfererz hatte ich irgendwo hier reingetan. Aber denkst du, das finde ich... Ah, hier, Kupfer. Nein, du wolltest Rahmen machen, kein Kupfererz. Doch, ich brauche genau diese 8 Kupfererz. Dann können wir das jetzt machen. Kommst du mit? Jetzt warte mal bitte auf mich eben. Ich bin aber noch nicht fertig gerade. Kommst du mit? Kommst du mit? Kommst du mit? Du wolltest doch dieses eine Ding da fertig haben noch. Ja, nee, ich will jetzt erstmal den Funkturm zu Ende machen. Ja, den machen wir ja auch. Aber du hättest auch mal ein paar Samen holen können. Hier vorne ist alles und du holst nix. Das musst du selber machen. Ich habe alles neu bepflanzt. Ja, yeah, das, was ich hatte. Eine Munition mehr. Warte mal, ich komme mit. Ich muss erstmal eben das Holz da hinten reinmachen. Au, 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 au. Schatz, soll ich dir helfen, du armer alter Mann? Aber das sah jetzt so richtig geil aus. So richtig schön so rüber und dann so seitwärts geflogen. Ja, die Wetterstation ist auch fertig. Regnerisch. Ah, guck mal. Oh, Tag 24. Müssen wir aufpassen wegen Unkrautsamen. Ach so, das sagt er dir dann? Ah, geh mal da rein. Das ist ein Wetterbericht. Ach so. Ah, okay. Aber mit dieser neuen Erkenntnis machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen dann in der nächsten Folge, wie wir uns zum Funkturm aufmachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.